Hi Lukas, Lukas Bartels, CEO der Firma Ratex. Freut mich, dass du da bist. Hallo Sebastian, schön dabei sein zu können. Danke dir. Ja, Lukas, erzähl doch einmal bitte kurz unseren Zuhörern, was du bist und wer du bist und was du machst. Ja, geht sehr gerne. Also wie schon gesagt, Lukas Bartels, ich bin Geschäftsführer der Firma Ratex in Solingen. Wir machen bundesweit Schädlingsbekämpfung, Schädlingsprävention natürlich primär in Deutschland. Und ja, ich selber habe 2007 meine Ausbildung gemacht zum Schädlingsbekämpfer, also die ganz klassische dreijährige Ausbildung. Inklusive Hochschule in Gelsenkirchen und war dann 6 Jahre im Außendienst tätig, habe dann später die Disposition übernommen, auch da eben die gesamten Abläufe im Innendienst kennengelernt und auch schon angefangen zu optimieren und dann eben anschließend die Geschäftsführung, die ich jetzt seit 2016 mache. Und ja, das ist so ein bisschen meine Aufgabe und primär natürlich die große Aufgabe in den letzten Jahren war natürlich die Digitalisierung und ja, einfach auch die gesamte Optimierung, um effizienter zu arbeiten, mit einer besseren Struktur, besseren Prozessen und ja, sowohl Struktur zu schaffen in unserem Team, in der Hierarchie, in der speziell angeordneten, mit neuen Bereichsleitern und so weiter und darüber hinaus eben auch um effiziente Routenplanung und so weiter, also alles, was dazugehört. Und damit konnten wir in den letzten Jahren auch sehr gut wachsen. Ja, prima. Du hast jetzt über Effizienzsteigerung gesprochen. Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir weiter vorankommen? Ich meine, die Digitalisierung zum Beispiel ist ja etwas, was so ein schleichender Prozess war, aber was, glaube ich, jetzt jeder auf dem Schirm mittlerweile hat. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, jetzt müssen wir auch intern nochmal ein bisschen umstrukturieren, müssen nochmal was umstellen, unsere Prozesse überarbeiten, damit wir wachsen können und effizienter werden? Ja, also dieser Moment, der kam eigentlich schon relativ früh. Es ist natürlich so, dass also mein Vater hat das Unternehmen 1983 gegründet. Klar, ein kleines Unternehmen, was immer mehr gewachsen ist und dadurch natürlich auch immer mehr Kundenstrukturen gewachsen sind, die irgendwo so ein bisschen auch Techniker verwurzelt waren, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, Kunde XY in Köln wünscht sich, dass immer Herr XY zu ihm kommt. Das gleiche wünscht sich der Kunde in Düsseldorf. Und darauf basierend ist so ein bisschen unsere Disposition teilweise auch entstanden, dass dann am Ende irgendwann natürlich nach einigen Jahren auch der eine Mitarbeiter mal von Köln nach Düsseldorf, nach Wuppertal und Remscheid und mal eben nach Bochum zurück nach Solingen gefahren ist. Ja. Und als ich die Disposition übernommen habe damals, habe ich halt gedacht, okay, das kann man ändern, aber da gehört natürlich eine Menge Aufwand zu, eben auch in der Sensibilisierung der Kunden, um eben die Erklärung auch dem Kunden gegenüber zu leisten, warum das in Zukunft nicht mehr funktioniert, weil man eben ökologischer arbeiten möchte, auch ökonomischer, um die Preisstabilität überhaupt aufrechtzuerhalten für den Kunden. Und das war damals so der Anfang dieser ganzen Geschichte, wo ich gemerkt habe, dass effizientere Planung und ja, Planung gesamt im Unternehmen operativ mit einer guten Struktur einfach dazu führt, dass man am Ende mehr Gewinne erwirtschaftet. Das ist einfach so und das hat sich relativ schnell bemerkbar gemacht, tatsächlich, was natürlich dann auch motiviert, weiterzumachen in dem Segment und zu überlegen, was gibt es noch für Möglichkeiten, noch weiter zu optimieren und ja, weiterhin noch Prozesse zu verschlanken und zu optimieren. Ja, wo wir jetzt gerade schon bei Prozessen sind, Integrated Pest Management, IPM, ist ein großes Thema bei euch. Wie wird das bei euch gelebt und ausgeübt? Ja, das ist natürlich so ein, also IPM ist so ein Thema, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt zum Glück eine Sache, die nicht komplett wegdigitalisiert werden kann. Ja. Auch schönerweise meiner Meinung nach, weil es einfach am Ende eine Sache des Know-how ist, was tatsächlich vor Ort gelebt wird. Und das, ja, ist eine Geschichte, die wir einfach auch in der Form, ja, betreiben, indem wir sehr viele Schulungen durchführen, unseren Mitarbeitern gegenüber. Was einfach bei uns mittlerweile ja so ein Glaube an das gesamte Schädlingsmanagement intern entstanden ist, das funktioniert nur so, Punkt aus. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Man kann nicht dauernd überall Gift auslegen, um Tiere dauerhaft zu bekämpfen. Man muss halt einfach mal schauen, wo ist die Ursache? Warum soll ich Tiere irgendwo im Innenbereich bekämpfen, wenn ich dafür sorgen kann, dass sie gar nicht erst reinkommen? So einfach immer als Beispiel gesagt. Und das ist ein Thema, was wir einfach durch Schulungen sehr stark leben und weiterentwickeln. Und natürlich auch mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten heutzutage noch optimiert haben. Beispiel Fotodokumentation. Ja, also eine Fotodokumentation war von uns früher ein spezielles Produkt, was der Kunde eben, ich sag mal, anfordern musste oder erstellt wurde im Bedarfsfall. Das ist mittlerweile natürlich bei uns im Service in jeder Dokumentation mit drin. Und das kostenfrei für den Kunden. Das ist aus heutiger Sicht selbstverständlich.
Aber wenn man darüber nachdenkt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass eben ein schriftlicher Bericht durchgeführt wurde beim Kunden, ein handschriftlicher Bericht, und dann daraus erstmal entziffern werden musste, hinter welchem Kühlschrank er es bitte sauber machen soll und welches Loch an welcher Stelle bitte versiegelt werden sollte professionell, dann ist das wirklich schon ein großer Fortschritt, womit man Integrated Pest Management auf jeden Fall wesentlich nach vorne bringt, weil natürlich Ursachen viel schneller behoben werden, um eine Vorbeugung zu betreiben, und zwar eine effiziente Vorbeugung. Das ist ein bisschen unser Ansatz da. Und ja, danach arbeiten wir bei Ratex konsequent. Und deswegen konnten wir auch so viele Biozide reduzieren, Rodentizide ganz primär. Und ja. Genau. Ich denke, ein Teil davon ist auch die Speedbreak, ein Produkt, was ja aus eurem Hause kommt, stammt und was auch in der Branche sehr, sehr bekannt ist. Da würde mich interessieren, was war da damals die Idee zu sagen, wir brauchen jetzt noch ein neues Produkt, wir brauchen die Speedbreak? Tja, soll ich das jetzt wirklich hier erzählen? Also es ist tatsächlich ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Also die Speedbreak ist ein System, was wir nicht einfach uns am Tisch gesetzt haben, wo wir sich einfach am Tisch gesetzt haben und überlegt haben, Mensch, wo können wir jetzt mal ganz toll Geld mitverdienen und die Branche mitversorgen, um ein Produkt zu machen. Also damit hat es wirklich nichts zu tun. Es ging vielmehr darum, unseren Kunden wieder zu helfen. Das heißt, wir haben damals natürlich gemerkt, dass wir A, natürlich eine Resistenz, dass wir Resistenzen haben gegen verschiedene Wirkstoffe. Das ist auf der einen Seite schon mal klar. Auf der zweiten Seite eine klare Verhaltensresistenz. Ich versuche das mal so zu erklären, vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, die Profis wissen das. Aber wenn man 10 Tiere im Raum hat und 8 davon fressen eben gibt, dann hat man nachher noch 2 Stück übrig, die keinen Gift fressen. Und wenn die sich weiterentwickelt, hat man nachher eine Gruppe von Tieren, die das halt nicht mögen, in eine Köderkammer zu klettern und da irgendwelche Köder aufzunehmen. Und dadurch züchtet man sich natürlich verhaltensresistente Tiere raus. Und das ist natürlich damals auch passiert. Und dadurch hatten wir irgendwann das Problem, wie helfen wir unseren Kunden jetzt noch, weil wir eben stark auch in den Metropolen tätig sind, wie Köln und Düsseldorf, Hamburg und so weiter, wo einfach das tatsächlich Thema Nummer 1 ist. Und da mussten wir uns überlegen, wie wir unseren Kunden halt wieder helfen. Und dann kamen wir wieder auf die Idee, den Schlagfallen aufzustellen. Dann haben wir wieder die kleinen Schlagfallen genommen. Ich weiß noch, die ersten Schlagfallen, die ich dann kontrolliert habe, die lagen einfach 10 Stück alle auf einem Haufen irgendwo unter einem Arbeitsbereich, weil die Putzfrau die zusammengeschoben hat. Und das war natürlich keine Lösung. Dann haben wir so angefangen, einfache Halterungssysteme für die Schlagfallen zu bauen und haben gemerkt, dass in so einer Köderkammer, in einem abgeschlossenen Bereich, was so ein bisschen Schutz bietet den Tieren, sogar noch eine viel höhere Akzeptanz stattfindet. Und darauf basierend haben wir dann die Speedbreak entwickelt, tatsächlich erstmal nur für unser Unternehmen, um die bei uns einzusetzen, hatten dadurch natürlich wunderbare Testmöglichkeiten, um das System weiterzuentwickeln, um eben auch so Kleinigkeiten wie dieses Aufkleberscharnier, was wir entwickelt haben, was einfach nur ein Aufkleber ist, der die beiden Teile verbindet, was auch kaum jemand weiß, dass das als Scharnier wunderbar nutzt, um das System zu warten. Das höre ich tatsächlich auch immer wieder an der Stelle übrigens auf den Messen, dass viele wissen nicht, dass der Aufkleber als Scharnier dient. Sehr schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Und ja, so ist die Speedbreak entstanden. Das war damals der Moment, wie wir die Speedbreak praktisch entwickelt haben. Ja, cool. Also da quasi, ich möchte nicht sagen aus der Not heraus, aber aus dem Bedarf heraus entstanden, ja, den Kunden einfach noch einen besseren Service bieten zu können. Absolut. Ja, das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, genau so eine Geschichte steckt auch hinter der Softwarelösung PestSoft, die ja der Digitalisierung ganz nahe kommt. Und Digitalisierung haben wir vorhin schon angesprochen, ist ein Thema, was mittlerweile jeder auf dem Schirm hat. Also ich glaube, ohne Smartphone gehen wir kaum noch aus dem Haus. Wir haben privaten Smartphone in der Hand, wir haben dienstlichen Smartphone in der Hand. Und wenn wir es mal nicht auf Stumm stellen, klingelt es auch ständig. Deswegen würde mich mal interessieren, PestSoft, Digitalisierung, wie seid ihr dazu gekommen? Also zunächst mal Digitalisierung draußen, was Dokumentation angeht, habe ich schon sehr früh damals ausprobiert. Mit den ersten Systemen, die es so gab, da bin ich nie ganz so richtig warm mit geworden, weil ich immer dachte, Mensch, da muss es noch einfache Lösungen geben. Zumal natürlich wir 2 Baustellen betrachten müssen. Wir müssen zunächst mal die Baustelle Fakturierung im Office betrachten, buchhalterische Lösungen und so weiter und dispositionstechnische Lösungen. Und auf der anderen Seite Dokumentationssoftware. Das heißt, wir haben ja 2 völlig verschiedene Baustellen, was Digitalisierung betrifft. Und da gab es halt bis dato damals zu den ersten Testphasen, die ich so gemacht habe, keine zufriedenstellende Lösung, die beides in einem System verbindet. Und dann kam eben damals die Firma Nektor auf die, beziehungsweise da hat sich die Firma Nektor gegründet, aus 2 verschiedenen Unternehmen heraus, die, also wenn ich
ich hoffe, ich liege jetzt richtig, aber so war es meiner Meinung nach damals. Und da hat sich eben die Firma Nektor, dadurch ist die Firma Nektor dann damals gegründet worden, die dann auf die gute Idee kam, tatsächlich ein Software-System, was es schon gab, also Pestsoft, zu nehmen und in ein funktionierendes ERP-System zu integrieren und zu verschmelzen. Und das haben die meiner Meinung nach wunderbar geschafft. Dadurch hat man wirklich die Möglichkeit draußen, beziehungsweise erstmal innen, natürlich einen Auftrag anzunehmen, den zu verwalten, den zu planen, an den Techniker rüberzuschicken. Er macht wirklich voll digital seine Durchführung, auch in einem digitalen Lieferschein, sendet den Auftrag ab und das geht zurück in die Fakturierungssoftware, da wird der Auftrag berechnet. Alle Kennzahlen, alle Key Performance Indicators, so heißen die innerhalb der Oberfläche, werden wunderbar abgebildet auf Grundlage der Informationen, die im Außendienst live passieren. Und das ist einfach ein absoluter Traum aus heutiger Sicht. Ja, es ist jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt absolut genial, auch wenn das ein verdammt harter Weg war. Das muss man an der Stelle einfach mal betonen. Wir haben 2 Jahre lang tatsächlich unter Blut, Schweiß und Tränen die Digitalisierung durchgezogen. Und das war effektiv kein einfacher Weg, weil jede Lösung, die man geschaffen hat, hat wieder 2 neue Fragen mit sich gebracht und das sehr, sehr lange. Jeder Meter, den man sich dem Ziel genähert hat, ist das Ziel wieder 5 Meter weiter weggesprungen. Und das war also wirklich ein sehr, sehr harter und steiniger Weg. Aber heutzutage, also heute ist es natürlich rückblickend die beste Entscheidung überhaupt gewesen. Ja, ich glaube auch, dass man ein solches digitales System nicht mehr missen möchte in der heutigen Zeit, um einfach die Kundenanfragen, die reinkommen, bearbeiten zu können, um eine gute Übersicht zu haben. Das ist immer vorteilhaft, quasi den Weg der Digitalisierung mitzugehen. Und das sehe ich auch so, dass das absolut so richtig ist. Ja, also es wäre heute gar nicht mehr anders möglich, weil du kannst ja sonst weiter gar nicht mehr wachsen. Also es war, als ich angefangen habe damals, hatten wir so, ich glaube, 6, 7, 8 Mitarbeiter. Da war das natürlich noch in Ordnung mit den Karteikarten und den Papierbelegen und den Papierdokumentationen. Aber wir haben mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter draußen unterwegs. Das ist eine ganze Menge Aufträge, die wir am Tag durchführen, weil wir auch sehr viele kleine Unternehmer betreuen und nicht nur Großkunden und insofern, oder nicht nur große Objekte. Insofern ist natürlich, je fragmentierter dein Kundenklientel ist, desto mehr kleine Kunden du hast, desto mehr Verwaltungsaufwand steckt ja auch dahinter am Ende des Tages. Ja, das heißt, wir hatten früher so hohe Berge an Lieferscheinen da liegen aus den letzten Monaten, wo sich auch keiner drum kümmern konnte und die wurden nur mehr anstatt weniger. Und deswegen ist es bei uns speziell von besonderer Bedeutung gewesen, da auf jeden Fall den Schritt zu gehen. Ja. Ja, super. Dann habt ihr also von der Digitalisierung profitiert. Man hört sehr häufig, dass Digitalisierung eher ein Thema ist, was man in vielen Unternehmen ungern anspricht, weil es mit so vielen Hürden verbunden ist. Aber hier an dem Beispiel, was du genannt hast, sieht man ja, dass man da auch eine große Chance hat, die man nutzen kann. Definitiv. Schön zu hören, ja. Jetzt haben wir über das gesprochen, was quasi schon umgesetzt wurde. Mich würde interessieren, wenn du jetzt 5, vielleicht auch 10 Jahre weiterblickst, was würdest du dir für den Markt noch wünschen? Was würdest du dir für das Unternehmen Ratex noch wünschen? Wie wird es jetzt weitergehen? Was sind so Auslöser, wo du sagst, das wäre schön? Was würde ich mir für den Markt noch wünschen? Also wir arbeiten zurzeit noch an Lösungen, beziehungsweise an Vorschlägen, auch für die Firma Nektor, für verschiedene Lösungen, die ich jetzt eigentlich so öffentlich schlecht vorwegnehmen kann. Das ist klar, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Da wird auf jeden Fall noch etwas Tolles kommen, an dem die Firma Nektor auch momentan wirklich mit Hochdruck arbeitet. Was ich mir schon vor einigen Jahren visualisiert habe. Und das wird auf jeden Fall eine tolle Sache. Das betrifft dann eher so kundensoftware-seitig ein Thema. Und ansonsten, klar, es ist irgendwie alles soweit digitalisiert, aber die Hardware ist eben noch sehr analog. Das ist überhaupt keine Frage. Auch bei uns, wir arbeiten relativ wenig mit digitalen Filesystemen. Hat verschiedene Gründe. Klar, natürlich auch immer noch irgendwo kostentechnische Gründe. Es ist natürlich einfach nicht unbedingt für jeden Kunden attraktiv, wie ich eben schon gesagt habe. Wir haben eben auch viele kleine Kunden, muss man ganz ehrlich sagen. Möchte jetzt Pizzeria Mario XY möchte der jetzt seine 4 Schlagfallen in der Küche digitalisiert haben? Muss das sein an der Stelle? Ist dann die Frage. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große Unternehmen, wo das natürlich nur noch so geht und gar keine andere Möglichkeit eigentlich mehr akzeptiert werden würde, auch seitens des Unternehmens. Insofern muss man immer schauen, wo platziert man das. Ich bin ja eigentlich eher ein Freund von Big-Bang-Lösungen, also wirklich flächendeckendes Ausrollen
konsequent. Deswegen haben wir damals auch ja alle unsere Kunden digitalisiert und alle unsere Kunden mitgenommen im Bereich digitale Dokumentation. Da war ja auch anfangs der ein oder andere, der gesagt hat, ach, geh mal weg, so ein Quatsch, den brauche ich nicht. Ne? Ich will weiter Papier haben. Und gesagt, nee, geht nicht. Gibt kein Papier mehr bei uns. Ne? So, und da muss man natürlich das auch attraktiv machen für den Kunden und dem die Möglichkeit an die Hand geben, das zu verstehen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry. Ich wollte eigentlich von den digitalen, digitalen Systemen nochmal weiter drüber sprechen. Also insofern muss man halt schauen, ob man das flächendeckend lösen kann. Und dazu zählt die Kostenfrage, von der ich anfangs gesprochen habe. Überhaupt keine Frage. Und deswegen denke ich, das wäre noch so ein bisschen eine schöne Sache, wenn man wirklich einfach mal irgendwann bei jedem Kunden alle Files digitalisiert hat und sofort aktiv helfen kann, wenn irgendwo ein Problem besteht. Da bin ich sicher, da arbeite nicht nur ich dran, sondern die gesamte Branche und ihr speziell natürlich als Futura. Insofern denke ich, wird da noch einiges kommen. Ja. Ja. Spannend. Vielen, vielen Dank für das Interview, Lukas. Hat mich wirklich sehr gefreut. Spannende Erkenntnisse rausgekommen. Lukas, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in 6 Monaten oder einem Jahr uns nochmal zusammensetzen und gucken, ob genau dieses Ziel erreicht wurde oder ob man dem Ziel einen Schritt näher gekommen ist, wenn du bereit bist. Ich bin auf jeden Fall, würde ich gerne nochmal ein Interview mit dir führen. Vielen Dank. Super gerne, Sebastian. Auf jeden Fall. Hat viel Spaß gemacht. Ja, danke fürs Interview. Ja, auch. Mach's gut, Lukas. Ciao. Danke. Bis dann. Ciao, ciao.